Hallo, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie. Ich hoffe, unter Ihnen befinden sich gelegentlich auch einige Mitglieder des Bundestages aus den Ausschüssen für Bildung, Forschung und Technologiefolgenabschätzung sowie des Ausschusses Digitale Agenda. Auf den YouTube-Kanälen von Phoenix, aber auch von dem Abgeordneten Sven Vollmering, da kann man die von mir zitierten Beiträge in voller Länge ansehen. Das, was ich hier ins Gespräch bringen möchte, das sind die von Ihnen geforderten Open Educational Resources. Wir möchten diese und das Know-how für deren Produktion liefern und wir benötigen Ansprechpartner. Und wir denken, dass einige von den möglichen Ansprechpartnern Sie sind. Sie haben vielleicht Connections, hätte ich beinahe gesagt. Sie haben vielleicht Beziehungen zu den Landesmedienanstalten oder zu den Einrichtungen für die Lehrerfortbildung, wo man das ja vielleicht unterbringen könnte, wie man zum Beispiel dieses Video hier erstellt. Warum sind diese offenen Materialien so wichtig? Schüler schleppen, und so sind wir es ja auch gewohnt, seit alters her schwere Bücher zwischen Schule und Wohnung hin und her. Das ging auch früher nicht anders, aber jetzt ist das so, weil hierzulande noch nicht zeitgemäße Alternativen für die Bildung bereitgestellt werden. Also Schulbücher könnte man jetzt auch digital ausliefern. Und man könnte statt vieler Schulbücher auch so ein Tablet, PC, Notebook oder vielleicht auch ein etwas größeres Smartphone verwenden. Digitales Fasten, und so zitiere ich wieder einen von Ihnen, das ist in den meisten Schulen immer noch der Arbeitsalltag. Die Möglichkeiten des Internets für Bildung und Weiterbildung, die sind in den Schulen und in unserem Arbeitsalltag noch nicht hinreichend angekommen. Ich war viele Jahre IT-Trainer in einem Betrieb hier in der Nähe. Bekannt ist eigentlich der Chef, der damalige Chef Ludwig Georg Braun als DHK-Präsident. Und dort konnte ich also schon sehr früh mit diesen modernen Unterrichtsmethoden Erfahrungen sammeln. Und ich war danach in einer Fortbildungsstätte für Erwachsene, die eine Umschulung machen im Schwarzwald. Das war in dem Wahlkreis von der Frau Esken. In Bad Wildbad war das, wo ich war, und anschließend auch noch in Hamm, zum gleichen Träger gehörend. Und dort habe ich gesehen, dass meine Kollegen, aber auch Lehrer, die mit uns Kontakt hatten, die waren bei den digitalen Kompetenzen noch stark überfordert. Sie setzten also deshalb das Internet nicht ein, weil sie Angst haben mussten, dass sie da mit Strafe oder mit Folgen bedroht sind. Und das liegt eben auch daran, dass diese IT-Kompetenz in der Ausbildung noch keine nennenswerte Rolle spielen. Man verunsichert damit die Leute nur, was da zum Teil an Diskussionen aufkam. Das zeigte das auch. Die Frau Lips, die Vorsitzende des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technologiefolgenabschätzung, sagte zum Abschluss eines der Videos, die Jugend will lieber angeregt als unterrichtet sein. Damit zitierte sie Goethe, der das schon vor über 200 Jahren sagte. Goethe würde heute wahrscheinlich das Wort Jugend nicht mehr verwenden und stattdessen die Menschheit als Begriff gebrauchen. Alle wollen heute nicht mehr frontal unterrichtet werden, sondern teilhaben, weil das ist ja durch das Internet ermöglicht worden. Sowohl die nicht mehr zeitgemäße Auslieferung von Bildungsmaterialien auf Papierbasis als auch unser Urheberrecht, die schließen den kreativen Einsatz von Bildungsmaterialien aus. Üblich ist eben noch immer in den Einrichtungen, und da habe ich eben auch Erfahrung, dass nichts kopiert oder verändert werden darf. Lehrer riskieren Strafen, Schüler führen ein Doppelleben, weil Kommunikation und Kreativität außerhalb des Unterrichts stattfinden müssen. In der Schule darf man nicht googeln, aber wenn man sonst irgendwas wissen will, dann hat man das ruckzuck und man hat auch hunderte Stellen, die man da schnell bewerten kann. In der Schule geht das eben nicht. Das Urheberrecht behindert den Fortschritt, weil es eben für analoge Medien gemacht wurde. Die Verlage können noch scheinbar gut damit leben, aber sie sollen sich bewusst sein, dass das, was dem Brockhaus durch die Verdrängung durch die Wikipedia passiert ist, das kann denen auch passieren. Aber eben derzeit leben auch Verlage und Lehrer noch gut damit, weil man kann das hervorragend als Ausrede heranziehen, um sich mit den Herausforderungen durch das Internet zu entziehen. Das Recht ist zu komplex, um es zu verstehen, jedenfalls für die meisten Lehrer und Ausbilder ist es zu komplex,
Und es verleitet nur dazu, dass man sich auf das Altbewährte zurückzieht, weil man damit ja auch kein Risiko eingeht. Autoren und Verlage haben dennoch eine Existenzberechtigung als Produzenten und Qualitätsgaranten. Es gibt Finanzierungsmodelle, die Unsicherheiten abbauen, ob man das jetzt einsetzen darf oder nicht. Die Huffington Post, ich habe da auf die Leinwand den Artikel projiziert, und auch unsere deutschsprachige Zeit, die haben die Vorgehensweise beschrieben, die gewählt werden könnten. Alteingesessene Verlage und junge Start-ups und ihre Autoren können gut davon leben, wenn die Entwicklung von Bildungsmaterialien, und in der Huffington Post ist das aber nicht für Bildungsmaterialien, sondern für Belletristik beschrieben, wenn das einmalig honoriert wird. Die Bildungsressourcen, die so bezahlt wurden, einmalig angemessen bezahlt wurden, die sind dann für jedermann frei nutzbar. Unser Gemeinwesen, und das ist eben das deutschsprachige Gemeinwesen in Mitteleuropa, das lebt vom technologischen Vorsprung vor anderen Ländern. Wenn hier die Open Educational Resources, die freien Bildungsmaterialien aus öffentlichen Mitteln bezahlt werden oder teilweise bezahlt werden, dann finanzieren wir damit unseren zukünftigen Wohlstand in Mitteleuropa. Andere Kulturen können das ja gar nicht einsetzen, weil sie kein Deutsch verstehen. Wir schaffen auch Möglichkeiten, wenn Zuwanderer aus fremden Ländern unsere Sprache und Kultur von fern kennenlernen möchten, bevor sie hier als Flüchtlinge ankommen. Die freie Auswahlmöglichkeit von Bildungsmaterialien benachteiligt niemanden beim Zugang zur Bildung und Weiterbildung, nur weil er eben keine Mittel zum Kauf hat. Jedermann und besonders Lehrer und Schüler können zu einer stetigen Weiterentwicklung des vorhandenen Materials beitragen. Sie werden angeregt, weil eben nichts mehr verboten ist. Man kann das zitieren und verändern. Das ist also bei den offenen Bildungsressourcen ja möglich. Und wer das besonders gut macht, der wird mit neuen Methoden und neuen Ideen die Menschheit beglücken und der wird auch Spaß daran haben. Ich habe hier, das möchte ich jetzt ja kurz einblenden, ein Beispiel Klammer aus Sachsen. Der Kanal nennt sich Dorfuchs. Dieses Lied geht raus an alle, die eine Kugel mit einem bestimmten Radius R vor sich haben und irgendwas machen wollen. Ich wollte euch nur sagen, ich hab die Formel fürs Volumen einer Kugel dabei. 4 Drittel Pi mal R hoch 3. Und für den Oberflächeninhalt hab ich auch was parat. 4 Pi mal R Quadrat. Ich hab die Formel fürs Volumen einer Kugel dabei. 4 Drittel Pi mal R hoch 3. Und für den Oberflächeninhalt hab ich auch was parat. 4 Pi mal R Quadrat. Wir schneiden mal eine Halbkugel in einer bestimmten Höhe auf. Und da kommt dann natürlich ein Kreis heraus. Und dessen Radius nennen wir mal R. Hochdeutsch wird das heißen der Fuchs aus Sachsen. Na, Dor statt der oder Dor, ich kann das nicht so gut. Und der zeigt, dieser junge Mann zeigt, wie man Musik und Mathe hervorragend zusammenbringt. Das ist also nur ein Beispiel. Ich habe auf unserer Webseite Dutzende von solchen Beispielen zitiert. Sie können sich das ja mal anschauen, damit Sie sehen, was da möglich wäre. Im Augenblick ist es ja so, dass auf diesen Kanälen, die eben über Werbung finanziert werden, diese Werbung etwas lästig ist. Aber wenn man eben dieses Vorgehen, diese Produktion honoriert, dann wird da keine Werbung mehr stehen. Das Unternehmen, welches ich führe, stellt eigene Open Educational Resources bereit, also im kleinen Umfang. Sie sehen ja hier eine Liste, damit wir Autoren und Kunden gewinnen. Mit Hilfe der Downloads, alles, was wir da bereitstellen, können Sie herunterladen. Da können Sie dieses auf den häufigsten genutzten Lernplattformen sofort installieren. Also es handelt sich um Moodle. Das setzen ja die meisten Universitäten und Schulen ein. Und jedes unserer Materialien, das kann frei getestet werden. Der Code ist, wenn Sie es runtergeladen haben und bei sich installieren, auch frei zugänglich. Unsere anderen Materialien dürfen nur von einzelnen Personen kostenlos getestet werden. Wenn Interessierte das Material ihren Schülern bereitstellen möchten, dann müssen wir zunächst die Konditionen mit den Trägern verhandeln. Solche Verhandlungen würden komplett entfallen, wenn diese Materialien mit einer Einmalzahlung als OER bereitgestellt würden. Der Kostenvorteil wäre für beide Seiten enorm.
Wir als Verlage müssen dann keine Abmahnanwälte bezahlen oder wir müssen auch keine komplexen Bezahlmethoden entwickeln. Lehrer können sich dann voll auf den Unterricht konzentrieren und müssen nicht überlegen, wie sie nicht autorisierte digitale Materialien urheberrechtlich zu bewerten haben. Sie bekommen sie aus eindeutiger Quelle und unter dem Siegel der freien Verfügbarkeit. Sollten Sie an eine offene Diskussion vor dem Hintergrund des Internets und der bekannten Videoplattform interessiert sein, freue ich mich über jeden Kommentar unter diesem Video, sofern man mit seinem Namen dazu steht, was man da schreibt. Ich freue mich aber auch über klassisches Feedback in Form von Telefonaten, Briefen oder E-Mail. Ich komme auch gern zu Terminen, wenn damit die offenen Bildungsmaterialien oder OER bzw. die Share-Economy weitergebracht werden. Unter diesem Video steht mein gesprochener Text und auch die Links zu einigen zitierten Fundstellen im Internet. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.